Ein rosa Traum für Barbie-Fans. In Taipeh, der Hauptstadt von Taiwan, gibt es jetzt das erste Themencafé, das ganz der legendären Plastikpuppe aus den USA gewidmet ist. Da muss natürlich schon zum Start reichlich Glamour her. Themenrestaurants sind in Taiwan beliebt. Darum versucht Barbie-Hersteller Mattel aus den USA es hier noch einmal. Ein erstes Barbie-Restaurant in Shanghai war nämlich ein Flop. Es wurde nach nur 2 Jahren dicht gemacht. Im neuen Themencafé in Taipeh werden außer Cremetörtchen und schäumenden Getränken auch Möbel, Accessoires und Kleider der Marke Barbie verkauft. Angesprochen werden sollen natürlich vor allem kleine Mädchen. Für sie hat Mattel sich ja auch schon richtige Modenschauen ausgedacht. Wie diese hier in New York. Zum 50. Geburtstag der ewig jungen Püppchen mit den Fantasieproportionen. Aber wo ist eigentlich Ken?